Uralte Bauernhäuser zeugen von der langen Verbundenheit des Menschen mit seiner Umwelt. Eichtum des Ritten aber ist seine ruhige Natur, die einzigartigen Erdpyramiden. Früher glaubte man, das wären versteinerte Hexen aus der Urzeit, die für ihre Bosheit bestraft wurden. Und ein bisschen unheimlich sieht dieser steinerne Wald ja wirklich aus. Und aus der Urzeit stammt er auch. Die Pyramiden sind nämlich Überbleibsel der von den Gletschern der Eiszeit aufgeschütteten Moränen. Und die wären längst vom Zahn der Zeit zernagt, wenn sie nicht Platten aus Porphyr, also aus purpurfarbenem Gestein oder aus Granit, beschützen würden. Wenn diese Platten allerdings fallen, ja, dann gehen die Pyramiden den Weg alles Zeitlichen, also die gehen den Bach runter. Aber erstens dauert das, wie man sieht, und zweitens wächst dann oben am Hang immer wieder eine neue Pyramide nach. Doch irgendwie unheimlich, oder? Da passt es ja gut, dass wir jetzt das Bergfeuer lodern lassen. Bergfeuer, das ist die Gruppe, die sich als Indianer der Berge sieht, die die Trommel für die Mutter Erde rühren. Im 12. Jahrhundert gegründet, hat das Kloster Neustift, der Augustiner Chorherren im Eisacktal vor den Toren Brixens gelegen, Geschichte geschrieben. Die Abtei wurde zum religiösen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum der Region. Einst war es Hospiz und Raststätte für Pilger nach Rom und ins Heilige Land. Und bis heute lockt das gastliche Stift die Menschen mit seinen Kostbarkeiten. Der lichtdurchfluteten Basilika, die mit der beschwingten Symphonie von Farben und Formen als schönste Rokoko-Kirche Südtirols gilt.
Ein Ort der Stille und des Gebets ist der gotische Kreuzgang mit Fresken aus dem 14. Jahrhundert, der eingeschlossen mitten im Kloster liegt. Und fast 500 Jahre alt ist der Wunderbrunnen im Klosterhof. Sein Name rührt von den 7 Weltwundern der Antike, die auf ihm dargestellt sind. Im 8. Feld sieht man eine Abbildung des Klosters Neustift als Wunder des Glaubens. Und wir sind hier oben auf der Seiseralm mit 2 der bekannten Südtiroler Stimmen und Musikanten, dem Norbert Rier von den weltberühmten Kastelroter Spatzen und einer ganz jungen Stimme, der Belzi aus Gröden. Servus. Hallo, servus. Ja, probieren wir was typisches Südtirolers Heimatlied. Versuchen wir's mal, gell? Wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein. Das allerschönste Stück davon ist doch die Heimat mein. Wunderschön, mir läuft sie eiskalt den Rücken runter. Der Kastelroter Spatz und der Spatz aus Wolkenstein. Deine Weltpremiere, vielen Dank und zum Wohl. Und jetzt verstehe ich auch, wie Heimat entsteht. Man singt ein bisschen, man sitzt auf der Alm, redet, erzählt Geschichten. Und davon singt jetzt auch noch einmal die Belzi. Ist ein Wunder mal geschehen und es lässt dich einfach schwebend weitergehen. Denn du spürst es mitten durch die Seele wehen. Heimat entsteht. Für mich ist es geschehen, als ich meine Heimat fand. Denn mein Herz fing an zu sehen und verstand. Ja, mein Südtirol, das ist mein Heimatland. Heimat entsteht, wo man deutlich verspürt, wie die Wärme der Herzen die Seele berührt. Und ein bunter Regenbogen, der geht auf in meinem Herz, denn ich spür, wo Heimat entsteht.